Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es um das schöne Thema. Ich sehe mich so als co-abhängiger Pluspol und kann ich durch mein Verhalten verhindern, dass der andere so in bindungsängstlichen Minuspol geht. Vorab, es gibt immer noch den leicht vergünstigt immer noch den Datingkurs für die Damen. Daten in der Polarität für Frauen. Immer noch 10 € günstiger, als er dann Ende August sein wird. Ende August sollte ihr sowieso unbedingt mal reinschauen auf die Seite oder den Kanal. Da gibt es mal eine, ganz was Neues. Haben wir noch gar nicht gemacht. Vor allen Dingen am 28. August. Wenn auch der Datingkurs rauskommt für die Frauen. Gut, ansonsten, genau. Kommt zum Bootcamp. Wir machen da noch vielleicht so 2 Bootcamps dieses Jahr, wahrscheinlich in Murnau in Berlin. Und Berlin muss man noch einstellen. Und wir hatten gerade eins hier in Hamburg, das war super cool. Genau. Ja, also die Frage ist eigentlich ganz kurz von Koslewskola, und sie schreibt: Lieber Christian, ich bin ein co-abhängiger Pluspol und habe einen eben solchen Mann kennengelernt. Ja, also 2 co-abhängige Pluspole lernen sich selten kennen, kann ich schon mal sagen, weil eigentlich keine Anziehung dazwischen ist. Leider fällt er immer wieder ins Minus und zieht sich dann radikal zurück. Ja, für mich ist das nicht das gleiche wie du, das kann ich schon mal gleich sagen, weil das hört sich für mich an wie Bindungsängstler. Also, ich kenne ihn jetzt nicht, weiß es nicht, aber. Oder ihr seid wirklich beide Pluspole und dann ist es schon teilweise so, dass einer doch den anderen dann ins Minus drückt irgendwie. Weil es einfach nicht aufgeht. Ne? Es können nicht beide im Plus sein. Das ist wie bei einer Batterie. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Aber man denkt oft, man hätte das Gleiche getroffen und dann ist es doch was anderes. Also von daher, weil die Anziehungspunkte eigentlich immer Plus-Minus sind. Na. Würde ich mal, mein Bauchgefühl sagt mir, ist vielleicht doch minuspoliger, als du denkst. Aber die Frage ist jetzt hier, kann ich das durch mein Verhalten verhindern? Also, da gibt es jetzt 2 Antworten drauf. Ja und nein. Also eigentlich sage ich für alle, die so in meinen Kursen sind, sage ich immer nein, weil die sowieso mal denken, sie können den anderen verändern und retten. Und diese ganze Idee, dass man irgendjemand anders ändern kann, grundsätzlich sein Bindungsmuster verändern kann, wenn das total unsicher ist, irgendwie, ja, halte ich für sehr unwahrscheinlich und so als Arbeitshypothese würde ich einfach erstmal sagen, einfach um das eigene Retterding loszuwerden, dass man einfach mal sagt, nein, es geht nicht und ich kann mich nur um meine Seite kümmern. Jetzt ist natürlich ein bisschen was dran, weil es immer so wie mit Klima und Wetter, ne? Das Klima kann sozusagen tropisch sein, trotzdem gibt es mal einen kalten Tag so, ne? Das heißt, ja, es ist schon so, je mehr du in so einer Bedürftigkeit bist, umso mehr schiebst du den anderen weg, weil den das irgendwann nervt. Aber da reden wir jetzt nicht unbedingt um eine frühe Datingphase. Kann auch mal sein. Aber ja, klar, nur jetzt daraus, was viele machen, die Schlüsse zu ziehen, oh, ich ziehe mich jetzt total zurück und ich brauche jetzt gar nichts mehr und ich will mich auch nur einmal alle 5 Monate treffen. Dann spielst du das Spiel des eher bindungsängstlichen Menschen und zahlst ohne Ende drauf und der andere denkt, prima, habe ich ja jemanden gefunden, der genauso wenig möchte wie ich. Und wirst damit nicht glücklich. Also von daher, für dich würde ich jetzt sagen, nein, kannst du nicht verhindern, sondern du kannst einfach weiter an dir arbeiten, womit auch immer. Wenn du da so aus meinen Infosachen was machen willst, dann ist Modul 1 immer ein guter Start. Gut, ja, das war's eigentlich schon und wir werden uns bald wiedersehen.